Der persönliche Umgang im Team ist ein Schlüssel zu unserem Erfolg. Was verstehen wir unter «Wir handeln persönlich»? Den Menschen ins Zentrum stellen. Dass man etwas auslöst in den Menschen. Dass man mit dem Kunden die Köpfe zusammenstreckt. Und eine entsprechende Lösung anbieten. Persönlich ist abgeleitet von Person. Und wir begegnen jedem Menschen als Individuum. Mir persönlich ist es wichtig, dass der Kunde weiss, dass es unser Ziel ist, sein Geschäftsmodell zu verstehen, ihm eine entsprechende Lösung anzubieten und damit den Grundstein für eine langjährige und partnerschaftliche Zusammenarbeit zu legen. Das Zweizonen-Konzept gestaltet sich so, dass wir unsere Kundinnen und Kunden beim Eingang individuell empfangen und beraten. Bei der AKB bringen wir die digitale und die analoge Welt zusammen. Wir begegnen unseren Kundinnen und Kunden tagtäglich auf Augenhöhe. Im direkten Kundenkontakt gehen wir ganz spezifisch auf die einzelnen Kundenbedürfnisse ein und handeln mit Kompetenz und Herz. Um Vertrauen zu bekommen, muss man zuerst Vertrauen schenken. Persönliche Beziehung entsteht dann, wenn man sich zu 100% auf sein Gegenüber einlässt und dem Menschen als Individuum begegnet. Dann bedeutet das für mich, dass ich bedürfnisorientiert und lösungsorientiert handle. Wenn man lebt, was man macht, dann springt begeistert auf Kunden über. Wir denken nachhaltig, wir agieren smart und wir handeln persönlich.